Also wir sind am Üben zu Pythagoras Potenzen und Wurzelziehen und so weiter, Püti Poti Wutzi. Und wir hatten mal eine Aufgabe, bloß mal so ein Rätsel, und zwar ein Juwelier hat eine 350 mm lange Kette mit dem Anhänger. Und um die besser zu präsentieren, hält er die Kette an den Enden so, dass der Anhänger in der Mitte durchhängt. Und zwar sind seine Hände, die Enden also der Kette, 210 mm voneinander entfernt. In der Originalaufgabe 2,1 Dezimeter. Ist aber dasselbe. Gesucht ist also, wie weit hängt dieser Anhänger jetzt durch gegenüber der straffen Kette. Also gesucht ist H. Na denn, ran an die Lösung. Die Lösung ist einfach, wenn man sich dieses Dreieck hier, also ich stelle es nochmal so dar, wenn man sich dieses Dreieck hier rausnimmt, dann hat man ein rechtwinkliges Dreieck, macht eine Arbeitsskizze. Dementsprechend habe ich hier oben dann 105 mm, ne, die Hälfte von 210 mm. Und da das ja die Hälfte der Kettenlänge ist, habe ich hier 175 mm. Und jetzt der Pythagoras, der Rest ist billig. So, und entsprechend umgestellt kriegen wir jetzt auch gleich ein Ergebnis raus. Wir müssen jetzt bloß noch entsprechend das quadrieren, dann hinterher die Wurzel ziehen aus allem, aus der Differenz, und dann müsste H irgendwas Vernünftiges bei rauskommen. Naja, 140 mm muss dieser Anhänger dann durchhängen. Also hier, dieser Durchhang von hier bis hier ist dann 140 mm. Haben wir das? Das war mal eine Einstimmung. Kommen wir zu Potenzen. Pythagoras werden wir dann immer wieder verwenden. Potenzen meine ich jetzt folgendes. Doch, geht. Einfache Geschichte, 9 hoch 4 geteilt durch 3 hoch 4. Was kann man daraus tun? Wie kann man das vereinfachen? Ausrechnen, sogar im Kopf. Das freut mich ja. Ganz genau, da die beiden den gleichen Exponenten haben, kann ich das auch so schreiben als 9 Drittel in Klammern hoch 4. Und das ist nun wieder leicht. 9 Drittel kann man kürzen. Jetzt darf man kürzen, ne? Jetzt stehen keine Potenzen mehr dran, sondern nur noch außen. Alles wird potenziert. Hier habe ich eine 3, hier habe ich eine 1. 3 hoch 4. 3 hoch 4 ist auch einfach auszurechnen. Das geht dann so weiter. 3 mal 3 ist 9. Und nochmal 3 mal 3. Ne? Nochmal zur Erinnerung. 3 mal 3 mal 3 mal 3. Ne? Das ist 3 hoch 4. 9 mal 9, 81. Und dann haben wir es. Okay. Was machen wir aus folgender Geschichte? Wie kann man die Wurzel aus 20 vielleicht doch irgendwie erledigen? Also vielleicht leichter darstellen, im Kopf darstellen, oder vielleicht gelingt uns noch was anderes. Was kann man daraus machen? Vorschläge. Ich kann schreiben, das ist 20 hoch 1/2. Aber jetzt bin ich immer noch nicht viel schlauer. Vielleicht andere Variante. Was könnte man aus 20 machen? Na klar. Man könnte das zum Beispiel auch so schreiben, dass man sagt, das ist 4 mal 5 und daraus die Wurzel. Dann könnte man teilweise die Wurzel ziehen, ne? 4 mal 5 ist 20, aber die Wurzel aus 4 ist 2 mal Wurzel aus 5. Jetzt haben wir immer noch einen Wurzelausdruck. Vielleicht gelingt uns noch was anderes. Was geht noch, Wurzel aus 20 anders darzustellen? Macht's doch mal mit einem Bruch. Versucht doch mal irgendwie einen schlauen Bruch zu finden. Wir tasten uns mal ran. Wir sagen, das hilft uns jetzt vielleicht noch nicht viel, aber dass das vielleicht so aussieht. Wir sagen, das ist die Wurzel aus 80 durch 4. Ja, da kommt man vielleicht auch irgendwie weiter. Dann könnte man nämlich daraus die Wurzel aus 80 ziehen und dann die Wurzel aus 4 ziehen. Verfolgen wir dieses Ergebnis mal. Wurzel aus 81 wäre 9. Wurzel aus 4 ist 2, das geht. Was muss denn rauskommen? Wie kann man sich rantasten, so genau wie möglich? Das ist ja eigentlich das Ziel auch, dass man irgendwelche Größen irgendwie entwickelt. Wurzel aus 81 wäre 9, dann müsste hier oben ungefähr, also rund 8,9 oder sowas stehen. 8,9 halbe, das kann man wieder so im Kopf erledigen, wenn man keine Rechnermaschine dabei hat. Was gibt es vielleicht noch für einen Bruch? Dass wir diesen Gedanken hier, diesen, dass wir den weiterführen können. Was habt ihr noch für Ideen? Klar, probieren wir es. Nächste Idee. Wurzel aus 400 durch 20. Muss ja 20 ergeben, ne? 400 durch 20, 20 mal 20, müsste klappen. Dann könnte man sagen, Wurzel aus 400 ist 20. Und hier unten steht, so ein Ärger, ne?
Hier steht wieder, na vielleicht schon können wir daraus machen, Wurzel aus 4 mal 5. Wurzel aus 4 mal Wurzel aus 5. Jetzt wird es noch verrückter, ne? Das ergäbe dann hier 20, okay, können wir stehen lassen, durch 2 mal Wurzel aus 5. Jetzt vergleichen wir mal diesen Ausdruck hier mit, hier ist er. Kürzen wir das mal, das hier, also die rechte Seite, mal weiter gekürzt. Ergäbe sich 20 durch 2 ist 10 durch Wurzel aus 5. Auch verrückt, ne? Ist voll doof, ne? Wir jonglieren gerade. Das machen wir sowieso schon die ganze Zeit immer. Machen wir mal weiter. Ich übernehme mal diesen Ausdruck. 10 geteilt durch Wurzel aus 5. Wie komme ich dazu, dass das, also tralalalalalala, durch irgendeine Umformung 2 mal Wurzel aus 5 wieder wird? Nehmen wir das mal. Wir jonglieren jetzt so lange hin und her, bis wir irgendwas Verrücktes draus gemacht haben. Brauchen wir einen Zehnten dann, aber ihr werdet es ja sehen. So, jetzt kam der Vorschlag, wir erweitern mit Wurzel aus 5. Das heißt, oben und unten muss das gleiche passieren, sonst würde sich der Bruch ändern. Dann wird hier unten eine 5 draus, okay. Und hier oben steht aber 10 mal Wurzel aus 5. Das steht noch da. Und jetzt sieht man es. Selbst wenn ich hier 2 mal 5 hinschreibe, jetzt sieht es ein Blinder, ich kann kürzen, also das ist nur 1 und hier bleibt eine 2 übrig und damit haben wir unser Ziel erreicht. Hat funktioniert. Gut, jetzt sind wir aber unserer Sache immer noch nicht näher gekommen. Vielleicht könnte man ja sowas Ähnliches wie das hier, so 4,5, knapp 4,5 rauskriegen. 2 mal Wurzel aus 5 ist schwer, ne? Wurzel aus 5, wer kennt die auswendig? Ich nicht. Ne, das ist ein bisschen verrückt. 2, und was und das mal 2, vielleicht 2,25. Ne, wenn man das nicht weiß, ist man angeschmiert. Wie kann man sich der ganzen Sache so nähern, dass man so genau wie möglich die Wurzel rauskriegt? Jetzt hat man die Idee, Wurzel aus 400 und unten drunter steht Wurzel aus 20. Kann man nicht weiter, wir haben mal einen Ausflug gemacht, indem wir das eine wieder ins andere umgewandelt haben. Was könnte man noch machen? Wurzel aus 20 so umformen, dass was Verrücktes wird. Also Wurzel aus 20... vielleicht als Bruch darstellen, vielleicht als Potenz darstellen. Ich erinnere nochmal, wenn ich zum Beispiel sage 3 hoch 4 hoch 5, dann heißt das, den Ausdruck 3 hoch 4 muss ich 5 mal nebeneinander schreiben. Demzufolge, wenn man das einmal so gemacht hat, dann sieht man 1, 2, 3, 4, 5 mal nebeneinander geschrieben. Dann kann ich auch sagen 4 plus 4, also muss ich 4 mal 5 muss es entsprechend multiplizieren. Das wäre also 3 hoch 20. Ich muss die Exponenten dann multiplizieren. Das sieht man, wenn man das nochmal ausschreibt. Man muss sich nicht alles merken. Vielleicht gelingt uns in der Richtung noch ein Coup, dass man da noch was draus machen kann. Macht mal noch andere Schreibereien. Mit Wurzel aus 20. Mit Bruch, mit Klammerschreibweise. Weiß der Deibel was. Die untere Idee nochmal aufgegriffen, könnte man das ja als 20 hoch 1,5 bezeichnen. Und das ist jetzt Quatsch, was ich mache. Und das hoch 2, jetzt würde sich das aufheben. Das geht nicht. Das wäre ja 20. Aber das Ganze als 20, damit nichts passiert. Ne, sowas zum Beispiel. Vielleicht könnte man ja hier was Verrücktes draus machen. Das ist meine Spielerei. Wenn ich Wurzel aus 20 als Wurzel aus 400 durch 20 darstellen kann, dann kann ich auch mit 2 Nullen noch auffüllen, ne? Dann hätte ich Wurzel aus 40.000, das wird dann 200. Und unten die Wurzel aus 2.000, das wäre Wurzel aus 20 mal 100. Einzelne Wurzeln darf man es auch. Dann hätte ich plötzlich folgendes Ergebnis. Dann würde da stehen 20 durch Wurzel aus 20. Ach du liebe Zeit. Und das soll Wurzel aus 20 sein? Dieses Rätsel hier aufzulösen, also das Fragezeichen, das können wir uns im Prinzip schon sparen. Denn, wenn ich das hier wieder erweitere mit Wurzel aus 20 und hier auch, dann steht unten eine 20, also 20. Und hier oben stand ja 20 mal Wurzel aus 20. Jetzt kann ich das wieder komplett kürzen und dann bleibt meine Wurzel 20 wieder übrig. Also das
ist dann wirklich so. Okay. Aber eins ist, bei manchen Dingen, da kann man sich nicht weiter rantasten als sowas zum Beispiel. In die Nähe einer aus dem Kopf ausrechenbaren Wurzel zu kommen, um dann zu sagen, hier geht es ja wirklich im Kopf, so kann ich das Ergebnis ermitteln. Natürlich kann ich mich rantasten und kann sagen, Wurzel aus 16 ist 4, dann kommt die Wurzel aus 25, das ist 5, das muss irgendwie zwischen 4 und 5 liegen, vielleicht so bei 4,5 und siehe da, das ist wirklich so. Das bloß mal nebenbei. Jetzt haben wir einiges an Potenzgesetzen wiederholt. Machen wir mal noch ein paar Übungen dazu. Beispiel, habe ich jetzt letztens erst beim Chef gesehen, Wurzel aus 4 hoch 5 hoch 1 Drittel hoch 6 und aus allem die vierte Wurzel. Trieselt das mal auf. So, wir fangen mal an mit dem Innersten. Das geht immer am einfachsten. Wurzel aus 4 schreibe ich als 4 hoch 1,5. Jetzt hoch 5, also sage ich mal 5. Hoch 1 Drittel, machen wir es grün, 1 Drittel, also mal 1 Drittel. In blau hoch 6, okay, mal 6. Und hoch, tja, was nehme ich jetzt noch für eine Farbe? Dunkelgrün mal wieder, nee, Aubergine. Und die vierte Wurzel, also mal ein Viertel. Klack, Klammer zu, Affe tot, wir haben's. Der Rest ist nämlich leicht. Ich kann hier in diesem Bruch, in diesem Ausdruck hier oben im Exponenten kann ich schon mal kürzen. Das ist zack und zack. Die 2 mit dem ein Viertel, das 1 ist eine 2. Und jetzt kann ich multiplizieren, das ist dann 4, ein oben stehen lauter Einsen, also steht eine 5 oben. Unten 2 mal 1, hier ist nichts, mal 2, 5 Viertel. 4 hoch 5 Viertel ist das Ergebnis. Mehr geht nicht. Besser kommt man nicht zu Rande. Genau. Noch ein Beispiel. Man merkt, Mathe ist wirklich nur Schreiberei. Die dritte Wurzel aus 27, das Ganze hoch 2 hoch 5 und nee, noch schlimmer, daraus die 10. Wurzel, macht mal. So, fangen wir innen an. Also hier lohnt es sich, die dritte Wurzel von 27 zu ziehen. 3 mal 3 mal 3. 3 mal 3 ist 9 mal 3 ist 27. Also ist die dritte Wurzel schon mal eine 3. Jetzt habe ich hier schon mal eine Sache erledigt. Hoch 2 hoch 5 hoch 1 Zehntel. Das schreit nach 3, ne? 2 mal 5 ist 10. Durch 10 ist 1. Also 3 hoch 1, 3. Prinzip klar oder gibt es Fragen? Nochmal eine einfache Vorübung. Fangen wir an mit 14 mal 15 mal 16 mal 17 mal 18 mal 19 und die ganze Sache durch 30 mal 38 mal 64 mal, ach, was weiß ich, 51 mal 72, ja, und dann ist gut. Wer das jetzt einzeln ausrechnet, ist wahnsinnig, ne? Um dann nochmal durcheinander zu teilen. Selbst wer hier einen Taschenrechner nimmt, ist noch bescheuerter. Kürzen, los, ran. Also jetzt hier mit dem Taschenrechner alles einzutippen und zu teilen, das geht. Aber wer das macht, ist auch wahnsinnig, weil Tippfehler sind vorprogrammiert. Jetzt guckt man sich einfach an, was passt hier, was geht nur irgendwie. Ich mach's mal farbig, damit man das pärchenweise sieht. 15 und 30 gehen beide durch 15. Ist man eine Sorge los. Jetzt kann man hier oben weitermachen und sagen, komm, das passt gerade, 14 und die 2, bin ich auch eine Sorge los. So, gucken wir, 16 und 64 mache ich in grün. Durch 16 ist 1, ist 4. 17 und 51 passt wunderbar, ist 1, ist 3. 18 und 72,
Nee, mir gefällt vorher noch eine andere, und zwar in dunkelgrün die 19 und die 38. Schon wieder. Hier oben entstehen lauter Einsen. Na prima. Wenn ich bei der 18 und der 72 nicht weiß, dass das eigentlich auch viermal geht, sage ich, ich kürze mich ran, ich mache das mal in braun. Durch 2 ist 9. Durch 2, boah, ist 36. Oder ich hätte es, ich zeige es nochmal in anderer Darstellung. Beide gehen durch 9. Durch 9 ist 2. Durch 9 ist 8. Also jetzt müsste klar werden, was hier passiert. Machen wir die Sache noch weiter. Durch 2 ist 1 und hier ist es 4. Jetzt gucken wir mal oben. Steht eine 7. Hier unten passt nichts, was noch mit der 7 irgendwie passen würde. Also passend kürzbar wäre. Ansonsten stehen Einsen. Ich bin oben fertig. Ich schreibe also das Ergebnis 7 oben hin. Und unten muss ich wieder multiplizieren. 2 mal 4 ist 8 mal 3 ist 24 mal 4. 24 mal 4 ist 96, glaube ich, ne? Und da ist nichts mehr dran zu kürzen, das ist nichts zu machen. Andere Variante, 4 mal 4 ist 16. 16 mal 3 ist 48, mal 2 ist auch 96. Lohnt sich immer, das nochmal zu überprüfen. Fertig. Machen wir die ganze Sache mal mit Exponenten. 4 hoch 3 mal 5 hoch 4 mal 6 hoch 5 mal 7 hoch 8 mal 9 hoch 10. Und den ganzen Kram teilen wir durch 16 hoch 4 mal, naja, mal 625 mal 36 mal 49, 36 und 49 nehme ich hoch 2 und dann sage ich noch 810 hoch 5. Und dann lassen wir es dabei gut sein. Na dann. Ich habe das jetzt mal alles extra farbig gemacht, weil da Zahlen sind, die zusammenpassen. Vorsichtig, man darf aber jetzt nicht loslegen und sagen, ich kürze die 4 und die 16. Das geht nicht, weil die eine heißt hoch 3, die andere heißt hoch 4. Aber man kann sich die Erkenntnisse von hier oben zunutze machen. Alles, was wir hier oben getan haben. Und zwar kann ich sagen, das 4 hoch 3 kann ich schreiben als 4 hoch 3. Und hier kann ich doch sagen, das ist 16 hoch 16 hoch 3 mal 16. Logisch? Gucken wir uns das nochmal an, hier in grün. Also, 4 hoch 3 habe ich so gelassen. Und hier sage ich 16 hoch 3. Und die 16 lasse ich extra stehen. Denn 16 hoch 3 mal 16 ist wieder 16 hoch 4. Und so kommt man dann eventuell weiter. Also umschreiben hier die ganze Geschichte und dann kommt man weiter. Dann lässt sich das ganz gut machen. Mal ein Tipp. 7 hoch 8 und 49 hoch 2. Davor stand was, danach stand was. Es ging um diesen Ausdruck hier, um den gelben. Ich zeige nochmal den gelben. Hier um diesen ging das. Ich habe das also umgeschrieben. Warum geht sowas? Machen wir uns Folgendes klar. 7 hoch 8 kann ich auch so stehen lassen und unten drunter die 49 schreibe ich als 7 mal 7 hoch 2. Bringt mir aber nicht so viel. Leichter ist zu sagen, 7 hoch 8 ist 7 hoch 2 hoch 4. Und 7 hoch 2 ist nämlich 49. Mit anderen Worten, ich kann diese als 49, die 7 hoch 8 hoch, als 49 hoch 4 darstellen. Und jetzt kann man hier loslegen. Jetzt geht das hier richtig wie verrückt los. Ich habe jetzt also dieses Umgeschriebene kopiert. Eben kam nochmal die Frage, Moment, was stimmt das auch mit der 81? Wir hatten ja eigentlich gesagt, das ist 81 hier 9 hoch 10. Kann ich auch schreiben als 9 hoch 2 hoch 5. Und 9 hoch 2 ist also 81 hoch 5. Das hier. Das meinte ich jetzt. Und deswegen habe ich hier 81 hoch 5 geschrieben. Warum? Weil beim Lied, na, ich fange von vorne an. 4 hoch 3, 16 hoch 3 kann ich mir denken als 4 durch 16 in Klammern hoch 3. Logisch? Mal 1 Sechzehntel. Das kommt hier. Dass sich die 625 und die 5 hoch 4 in Rot aufgelöst hat, ist klar. So, jetzt weiter. Jetzt schreibe ich 6 hoch 4 und könnte das auch irgendwie umschreiben als 6 hoch 2 hoch 2, also 36 hoch 2. Ich kann es so schreiben. Die 6 hoch 4 als 36 Quadrat. Darunter kommen meine 36 Quadrat.
Aber hier oben kommt noch eine 6 drauf. Hier schreibe ich 49 hoch 4, das bleibt so, 49 hoch 2. Ich könnte das auch vereinzeln und könnte sagen, das ist, aber das kann man so direkt kürzen, das ist einfach. Und wenn man sich das Restliche aufsplittet, ich mache das extra mal so gesplittet, damit jeder sieht, worum es geht, das ist 81 durch 810 in Klammern hoch 5. Beide hoch 5, also kann ich die beide auch in Klammern hoch 5 schreiben. Hier lässt sich sofort sehen, wir fangen mal an zu kürzen, jetzt geht's los. Also, ich mache es in Blau, damit man es besser sieht. Ein Viertel ergibt also ein Viertel in Klammern hoch 3 mal ein Sechzehntel. Das bleibt. Das kürzt sich komplett raus. Hier bleibt übrig eine 6. Hier bleibt 49 zum Quadrat übrig. Hier unten eine 1. Also mal 49 zum Quadrat. Hier bleibt übrig eine 1, hier eine 10. Dann heißt der ganze Ausdruck 1 durch 10 in Klammern hoch 5. Und jetzt kann man den Rest zusammenfassen und dann wird es immer leichter und leichter und leichter. Hier noch ein bisschen kürzen, 6 und 16. 49 und 10, da ist man angeschmiert wegen der 7, die da drin steckt. Das war's. Also so kann man da rangehen. Das bloß aber zur Übung. Gibt es noch irgendwelche Fragen dazu? Okay, wenn hier erstmal keine Fragen sind, schließen wir die ganze Sache an der Stelle erstmal ab in diesem Video, damit es nicht zu lang wird.